Hallo ihr Lieben, es geht weiter mit Alice im Düsterland und ihr hattet euch dafür entschieden, dem Kaninchen zu helfen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an zu lesen. Gar nicht viel Vorgeplapper. Wir blättern zu 168 und schauen mal, was dann passiert. Das Kaninchen schlägt seine Augenlider ein letztes Mal auf und Alice kann das Rattern der Getriebe hören, während es seine Botschaft formuliert. Suche den Seher auf. Nur er kann dir helfen, dich an das zu erinnern, was du vergessen hast. Betritt den Pilzwald und finde die Raupe. Die Nebel werden dich zu ihm führen. Dann spricht das weiße Kaninchen nicht mehr und mit einem letzten surrenden Ticken schweigt auch sein Uhrwerk. Wir blättern zu 179. Also, Seher aufsuchen und Pilzwald steckt so ein kleiner Hinweis drin, wo wir hin sollen. Alice flieht aus dem Haus. Tränen laufen über ihre Wangen, so überwältigt ist sie von dem, was sie erlebt hat. Hinter ihr liegen Tod und Zerstörung, doch vor ihr liegt ein düsterer Wald. Aber selbst die schwarze Tiefe wirkt angenehmer, als auch nur einen Moment länger im Haus des weißen Kaninchens zu verweilen. Wir blättern zu 397. Als Alice den Wald betritt, schreitet sie vom Tageslicht in eine unheimliche, zwielichtige Düsternis hinein. Während sie weiter in diese übernatürliche Dunkelheit wandert, weichen die Bäume hochaufragenden, pilzartigen Gebilden, die größer scheinen als die Bäume selbst. Alice beginnt sich zu fragen, ob sich vielleicht ihre eigene Größe geändert hat, als sie dem Pfad durch den Wald gefolgt ist. Schließlich gabelt sich der Weg zwischen den hohen Pilzen. Okay, wir haben jetzt die Wahl zwischen dem linken Weg oder dem rechten, der so ein bisschen im Nebel verschwindet. Die Entscheidung treffe ich noch. Wir haben ja gerade gefühlt erst angefangen zu lesen. Und da uns das Kaninchen ja den Tipp gegeben hat, dass wir so ein bisschen nach Nebel Ausschau halten sollen, gehen wir natürlich zum rechten Weg, der so ein bisschen im Nebel verschwindet. Also blättern wir zu 285 und hoffen mal, die Raupe dort zu finden. Alice folgt dem Pfad weiter. Feine Dunststrahlen schlängeln sich um die Stämme der aufragenden Pilze, verdichten sich und werden zu einem giftigen Nebel, erfüllt vom süßlichen Geruch nach Schimmel und Verwesung. Alice landet in einer Kuhle, in deren Mitte sich ein großer Pilz befindet. Er ist etwa so hoch wie sie selbst, und nachdem sie darunter geschaut hat und auf beide Seiten und dahinter, meint sie, sie könne genauso gut schauen, was sich darauf befindet. Auf Zehenspitzen späht Alice über den Hut des Pilzes und blickt in das Gesicht einer monströsen Larve. Mindestens zweimal so lang wie Alice groß ist. Ihr Kopf ist eine knollenförmige Masse aus weichem, zerfurchtem Fleisch, während eine Reihe kleiner Ausstülpungen und Gliederfüße den buckligen Körper säumen. Und das Ding scheint Wasserpfeife zu rauchen. Okay, wir müssen eine Wahnsinnsprobe machen. Auch ein wunderschönes Bild hier wieder, das blende ich euch mal eben ein. Ich mische unseren Stapel mal eben neu. Okay, Wahnsinn, sind wir bei 3. Wir müssen also über eine 3 kommen. Und wir haben eine 9. Das heißt, wir haben die Probe bestanden und blättern zu 323. Okay, längerer Abschnitt, letzter für heute. Danach folgt wieder eine Entscheidung für euch. Die kolossale Raupe stellt sich auf die Hinterbeine. Dabei fällt die Wasserpfeife aus ihrem Mund und ihr Körper schwabbelt auf widerwärtige Weise umher. Ihre Mundwerkzeuge bewegen sich unnatürlich, als die Raupe spricht. Alice, bist du's? Nicht sicher, ob sie mehr von der Tatsache überrascht sein sollte, dass die Raupe reden kann, oder davon, dass die gigantische Schmetterlingslarve zu wissen scheint, wer sie ist, sagt Alice verdutzt und etwas benebelt mit träumerischer Stimme. Gerade im Moment, guter Herr, weiß ich es kaum. Zumindest weiß ich, wer ich war, als ich heute Morgen aufgestanden bin. Aber ich denke, ich muss seitdem einige Male gewandelt haben. Die Raupe saugt an der Wasserpfeife und sagt dann: Also, denkst du, du hast dich verändert, was? Ich fürchte ja, antwortet Alice. Guter Herr, ich kann mich nicht an Dinge erinnern, wie ich es einmal konnte, und ich behalte dieselbe Größe für keine 10 Minuten bei. Du kannst dich an welche Dinge nicht erinnern? Fragt die Raupe. Nun, Alice zögert. Angefangen bei diesem Ort. Alles wirkt so seltsam vertraut, obwohl ich hier noch nie zuvor gewesen bin. Du meinst, du erinnerst dich nicht.
hier schon einmal gewesen zu sein, was ja wohl kaum dasselbe ist, oder? Antwortet die Raupe weise. Die Raupe nimmt einen weiteren Zug von ihrer Wasserpfeife und schließt die Augen, während sie den Rauch kostet. Dann fährt sie fort. Die Frage ist, welche Erinnerung ist dir wichtiger? Die Erinnerung an Dinge, die schon geschehen sind, oder die an jene, die noch geschehen müssen? Ich kann mich an keine Dinge erinnern, bevor sie nicht geschehen sind, sagt Alice empört und fängt an zu glauben, genug von dem Unsinn zu haben. Das ist ja ein trauriges Gedächtnis, das bloß rückwärts funktioniert, merkt die Raupe an. An welcherlei Dinge erinnerst du dich denn am besten? Fragt Alice gewagt. Oh, Dinge, die in der übernächsten Woche geschehen sind, antwortet die Raupe in sorglosem Ton. Dinge, die später am heutigen Tage geschehen werden. Beispielsweise erinnere ich mich, wie du vor den Toren des königlichen Palasts gestanden und das Passwort Plapperpack gesprochen hast. Jetzt steht hier ein kleiner Hinweis, falls jemand Alice jemals die Frage stellt, wie lautet das Passwort? Da müssen wir 50 von der Zahl des Abschnitts abziehen, den wir in dem Moment lesen, und sofort zu dem Abschnitt blättern, dessen Nummer dem Ergebnis entspricht. Ich mache uns mal so eine kleine Notiz. Die schreibe ich euch jetzt hier nicht auf, aber wir schreiben uns mal Plapperpack auf als Passwort und dann wissen wir minus 50 von dem Abschnitt abziehen, wenn uns jemand nach dem Passwort fragt. Oh, das ist schrecklich verwirrend, erklärt Alice. Und genau deshalb musst du dich daran erinnern, sagt die Raupe. Also, was soll es sein? Die Zukunft? Die gewaltige Larve zeigt auf die Kante ihres Pilzes. Oder die Vergangenheit? Fragt sie und bietet Alice die Wasserpfeife an. Für gewöhnlich nimmt Alice keine merkwürdigen Substanzen von noch merkwürdigeren Fremden an, aber dann wiederum hat sie für gewöhnlich auch keine Unterhaltung mit gigantischen Raupen. Also, was soll Alice nun tun? Die Entscheidung für euch: Alice kann an der Kante des Pilzes knabbern. Da sagte uns die Raupe, dass sie sich dann an die Zukunft erinnern wird. Oder sie nimmt einen Zug von der Wasserpfeife, dabei würde sie sich an die Vergangenheit erinnern. Sie kann aber auch beides höflich ablehnen und diesen eigenartigen Ort verlassen. Ihr habt die Wahl, bis morgen, dann geht's weiter. Und ich bin gespannt, was ihr macht. Und sage hiermit schon wieder, ciao, eure Chrissy.